Ja, BAV früher, wenn man sich das mal anschaut, was war BAV früher? BAV früher war im Prinzip getrieben von der sozialen Verantwortung her. Bergbauunternehmen haben ihren altgedienten, ausgedienten Mitarbeitern einfach Versorgung gegeben, um im Ruhestand vernünftig leben zu können. Das Thema Innenfinanzierung hat damals steuerlich sehr viel machen können, war ein Riesenthema. Sie erinnern sich, ist gar nicht so lange her, da haben wir noch Steuersätze von 60% gehabt, auch zu meinen Berufsanfängen. Da waren ja sehr viele an Innenfinanzierung da. Als Durchführungswege hat man die Direktzusage gehabt oder auch das alte Instrument der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Mit 60% Steuersatz und da ist darüber, was man früher gehabt hat, haben wir sehr viel Steuersparpotenzial durch die betriebliche Alterssorgung gehabt. Das Ganze war in der Vergangenheit vor allem arbeitgeberfinanziert und ja, wir haben damals auch eine Sachwertrückdeckung gehabt, vielfach im eigenen Unternehmen durch eigene Anlagen, Maschinen, Gebäude, Grundstücke und so weiter. Der Durchführungsweg der Pauschallotierten, es haben viele Unternehmen gehabt seit mehr als 150 Jahren. Ich habe einige Namen aufgeschrieben, das ging mit Bergbau-Montanunternehmen los, geht weiter, auch Siemens, was immer den Spruch gegeben hat, in München gibt es eine Bank mit angeschlossenen Elektroladen. Das geht weiter, können auch Banken anfügen, auch wenn Sie im Internet suchen, zum Beispiel nach einer Hörnerbank, Privatbank, lesen Sie, 1935 die pauschallotierte Unterstützungskasse gegründet, 2003, also knapp 70 Jahre später, für die ganzen Unternehmenskunden, für die Mandanten geöffnet und so weiter. Das ist auch nichts, was wir erfunden haben. Wir haben vielleicht die Verwaltung optimiert, wir haben die Verwaltung und vor allem den fachlichen Hintergrund perfektioniert, aber es ist nichts, was wir erfunden haben.